Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch das Unboxing der aktuellen Brigitte Box und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört. Ich bin diesmal ein bisschen angeschlagen. Mich hat eine ordentliche Erkältung erwischt, aber ich bin so ein Mensch. Ich kann dann trotzdem nicht still sitzen und muss irgendetwas tun. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt einmal diese schöne Box hier mit euch vor. Wir packen die aus. Und zunächst gibt es da ein paar wichtige Informationen oder generell die Informationen, die die Box betreffen. Die Brigitte Box ist eine Beauty Box, die alle 2 Monate zu euch nach Hause kommt und sie kostet 25 bis 30 Euro, je nachdem, welche Aboform ihr wählt. Ihr bekommt dann immer 8 bis 10 Produkte nach Hause, die aus den Bereichen Beauty, Food, Lifestyle und so weiter kommen können und ein Magazin ist auch immer mit dabei. Die Brigitte Box wird mir in Kooperation kostenfrei zugesandt. Herzlichen Dank, liebes Brigitte Box Team. Und wir starten jetzt einmal mit den Dingen, die im Versand kommen. Kartonlagen. Da waren zum einen ein paar Flyer dabei, zum Beispiel hier von Freddy's Flowers. Hier die Blümchen im Hintergrund sind auch von Freddy's Flowers und ich bin von denen total überzeugt. Ihr findet dazu auch bei mir in der Infobox einen Freunde-Werben-Freunde-Code. Würde ich mich freuen, wenn ihr den nutzt, weil dann kann ich auch bei meinen Sträußen ein bisschen sparen und ihr spart damit auch 50% auf euren ersten Strauß. Hier mit diesem Code Brigitte2 spart ihr auch 50% auf euren ersten Strauß. Ja, also könnt ihr euch aussuchen, was ihr dann nutzen möchtet, falls euch das Blumenabo interessiert. Dann haben wir hier noch von HelloFresh einen 60-Euro Gutschein dabei. Das ist jetzt eher weniger etwas für mich. Und dann ist hier noch ein weiterer Flyer dabei von Foodist. Möchtest du eine Abo-Box verschenken? Okay, 50% Rabatt gibt es da auch, aber ich glaube, das ist auch weniger eine Box für mich. Und dann haben wir hier auch schon das Magazin, was ihr immer mit dabei habt. Und das ist das Brigitte-Magazin, natürlich sehr passend. Und da haben wir die Nummer 24 für November. Und die hat einen Wert von 3,70 Euro. Die sieht sehr hübsch aus hier, die Dame. Und das sieht ein bisschen herbstlich aus von den Farben. Das Titelthema ist ganz bei mir, wie Selbstfürsorge geht und warum sie gut tut. Da werde ich sehr gerne reinblättern. Und dann kommen wir auch schon zur eigentlichen Box. Und ich finde das Farbdesign besonders gelungen diesmal, denn es ist so ja blau-gelb gestaltet. Die Box hat immer die gleiche Form, die gleiche Größe, aber diese Farbkombination ist immer eine andere. Es ist immer zweifarbig. Und ja, irgendwie gefällt mir diese Variation ganz besonders gut. Jetzt nehmen wir hier auch direkt mal den Deckel ab. Sie ist ziemlich schwer. Und dann haben wir hier schwarzes Seidenpapier, das ist mit einer weißen Schleife zugebunden und dann ist hier ein Aufkleber, der auch einfach nur weiß ist und da steht Brigitte Box drauf. Gucken, ob ich das hier eingerissen. Ich glaube selten, dass ich das Seidenpapier heile lasse. So, und dann haben wir hier einmal den ersten Blick in die Box. Da lacht uns auch ein Magazin an, da schauen wir gleich noch rein. Und dann habt ihr hier einen ersten Blick auf die Produkte. Hier ist nochmal so ein Shopping-Flyer mit dabei, den haben wir öfter mit in den Boxen liegen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Rabattcodes für ganz unterschiedliche Shopping-Seiten. Und dann eben einmal hier das Magazin, welches zur Box dazu gehört, ist natürlich auch im gleichen Farbdesign. Und hier habt ihr grundsätzlich alle Produkte drin abgebildet, auch Beschreibungen und Preisangaben dabei. Das blende ich euch aber wie gewohnt ein. Und wir haben hier einen kleinen einleitenden Text im Inlay stehen, den ich euch gerne einmal vorlesen möchte. Auszeit mit der Brigitte Box Nummer 6. Genau, das ist jetzt die Box für den Monat November und Dezember, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Kleine Auszeiten helfen uns, die wichtigen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, wenn uns der Alltag einholt. Das Geheimnis liegt in scheinbar Unscheinbarem. Für die einen reicht das ausgedehnte Frühstück am Wochenende mit einem Gläschen Marmelade, um zu entspannen. Andere brauchen das spannende Buch am Abend oder eine kleine Yoga-Session, um loszulassen. Jeder kann etwas finden, das Entspannung bringt, ohne dafür Schlaf einzubüßen, die wertvolle Mittagspause zu opfern oder aufgrund dieser organisatorischen Mammutaufgabe in Stress zu verfallen. Wir kommen mit einer warmen Dusche und einer Gesichtsmaske zur Ruhe. Mit Süßen sind wir für einen Moment die Alltagssorgen vergessen und die Anti-Aging-Pflege lässt unsere Sorgenfältchen verschwinden. Mit der Brigitte Box Auszeit möchten wir auch in Ihrem Alltag etwas Gelassenheit bringen. Viel Spaß beim Auspacken und Entdecken, Ihr Brigitte Box Team. Ein schönes Thema, Auszeit. Meine ja, Routine-Auszeit ist immer sonntags, da lege ich meinen Wellness-Tag ein und da wird ausgiebig geduscht und gepflegt.
gepeelt und eine Gesichtsmaske aufgetragen. Und ja, sonntags ist immer so mein Auszeittag. Und jetzt haben wir hier eine sehr, sehr große Tube drin. Mit der fange ich einmal an. Das ist diese hier von Miro Femme, ein parfümiertes Bade- und Duschgel. Und von der Marke haben wir auch schon öfter mal ein Eau de Parfum auch mit in der Box gehabt. Das wird bestimmt ganz fantastisch riechen. Das riecht auch hier durch die Tube schon durch. Es ist so ein frisch blumiger Duft. Sehr, sehr lecker vom Duft. Also schon sehr intensiv auch vom Duft, wenn man jetzt überlegt, dass man das hier so durch die Tube durchriecht. Aber ich werde es ausprobieren. Wir haben hier 250 Milliliter drin. Ich bin gespannt, wie es dann so unter der Dusche sein wird. Und da mag ich ja sehr gerne solche Dufterlebnisse haben. Ich schaue mal, ob sie hier irgendwas beschreiben, was da an Duft drin sein soll. Aber hier steht jetzt tatsächlich nichts dabei. Ich werde gerne online nochmal schauen und euch das dann gegebenenfalls einfach mit einblenden. Das nächste Produkt ist etwas zum Trinken, was mein Sohn total gerne mag. Denn wir haben hier von Rabenhorst einen Saft, einen Wohlfühlen mit Eisen, so heißt der. Für die Blutbildung ist der speziell gedacht. Und den Energiestoffwechsel. Ich glaube, den werde ich dann selbst trinken. Das ist ein Meerfruchtsaft, der eben noch zusätzliche Komponenten enthält und hier haben wir eben noch drin Traube, Himbeere, Kirsche, Hibiskusblüte und das ist versetzt mit Eisen, Vitamin C, B6 und B12. 125 Milliliter sind hier drin. Ich mixe mir das meistens mit Mineralwasser oder so und mache mir da eine Schorle draus, aber der wird getrunken. Und dann sehe ich hier etwas, was ich total feiere, denn diese Dinger liebe ich. Ich esse sie total gerne. The Jelly Bean Factory. Hier haben wir so eine bunte Mischung an Jelly Beans drin. Und da gibt es so ein paar Sorten, die mag ich total gerne. Hier scheint ein bunter Mix an verschiedenen Dingen drin zu sein. Hier ist zum Beispiel Birne mit drin, sehr, sehr lecker. Bananasplit ist auch mega lecker. Die haben auch Wassermelone und so, was ich auch mag. Und Butterpopcorn ist auch so eine Lieblingssorte von mir. Ja, die werde ich dann auch mit meinem Sohn teilen, finde ich sehr schön. Dann haben wir hier noch so ein kleines Tiegelchen, obwohl es ist ziemlich hoch, ne? Von Nature Box, eine Kräftigungskur, ein Hairshot ist das mit 99% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Okay, das kenne ich so in der Form auch noch nicht. Also haben wir jetzt hier schon mal auch schöne Haarpflege, auch passend zu meiner Sonntags-Wellness-Routine, dann, was ich da einbauen könnte. Mit 5-mal mehr kaltgepresstem Öl. Mhm. Konzentrierte Haarkur für bis zu 3 Anwendungen ist das wohl gedacht. Und 30 Sekunden braucht man das nur einwirken lassen und dann wäscht man das aus. Das ist ja eine fixe Kur, würde ich sagen. Die wird getestet. Hier scheint Olivenöl drin zu sein. Genau, mit kaltgepresstem Olivenöl. Olivenöl ist da sehr für bekannt, eben die Haare gut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und das finde ich schön, das wird ausgetestet. Über diese Marke freue ich mich sehr, denn wir haben hier etwas von Matte Maske drin. Die Melting Matte Cleansing Mask for Sensitive Skin steht hier, also für sensible Haut. Und hier steht drauf, dass das speziell ein Reiniger für den Morgen ist. Ich habe schon ein ähnliches Produkt, was dafür gedacht ist, sich abends das Make-up und so weiter runterzunehmen und abends das Gesicht zu reinigen. Und hier haben wir jetzt eben ein entsprechendes Produkt für den Morgen. Matte Maske ist eine Marke, die ich sehr gut vertrage und wo ich auch schon so einige Favoriten habe, die ich ausprobieren konnte. Das hier soll eine milde Reinigung sein, es soll die Poren reinigen, es soll Rebalancing, also die Haut ins Gleichgewicht bringen, gleichzeitig noch Energie spenden und Feuchtigkeit spenden. Es ist ohne Duftstoffe und pH-balanced steht hier noch drauf. 75 Milliliter haben wir hier drin und das werde ich auch sehr gerne ausprobieren. Da freue ich mich drauf, weil ich eben, wie gesagt, schon sehr gute Erfahrungen mit der Marke gemacht habe. Das nächste Produkt finde ich sehr interessant, denn ich habe gerade ein ähnliches auch in Verwendung. Hier haben wir Natural Super Clean Zahnputztabs. Ein Rundumschutz ist das von Happy Brush. Von Happy Brush habe ich auch schon Zahnbürsten und sowas gehabt, aber so eine Zahnputztabs noch nicht. Ich habe gerade welche auch in Verwendung. Das ist schon erstmal eine Umstellung, wenn man das dann zerkaut und dieses Gefühl dann im Mund, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Ich bin gespannt, wie diese sein werden, auch wie intensiv sie vielleicht vom Geschmack sein werden. Hier steht jetzt frischer Minzgeschmack mit drauf, Vierfachschutz, natürlich und vegan. Hier sind 125 Tabs
drin, die bis zu 2 Tuben Zahncreme ersetzen sollen. Also sehr, sehr nachhaltig das Ganze. Und auch da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Und ja, finde ich schön. Und dann haben wir als nächstes eine kleine Packung von Velvety, Sandelholz und Olivenöl steht da ganz groß drauf. Wir haben hier eine feste Peeling-Duschseife und hier ist so ein kleines Loch, das wir mal schnuppern können. Das riecht nur ganz, ganz leicht, aber auch eher in die frische Richtung. Und es schaut aus wie so ein helles Stück Seife mit so schwarzen Pünktchen drin. Das werden dann die Peelingkörner sein. Sandelholz und Olivenöl. Also das rieche ich jetzt tatsächlich so nicht raus. Also gerade Sandelholz ist ja eigentlich schon ein sehr markanter Geruch, finde ich. Feste Peeling-Duschseife mit Sandelholz und Olivenöl, ohlala, Sandelholz, Muskat und Salbei bringen Würze ins Badezimmer. Olivenöl spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Maisstärke verleiht ein samtiges Hautgefühl. Okay, werde ich mir in mein Backup tun und dann mal schauen, wann ich das ausprobiere, aber finde ich doch recht spannend und das wird getestet. Jetzt sehe ich etwas, was ich total lecker finde und da habe ich schon so einige Sorten ausprobiert. Wir haben hier Glück Minis, das sind verschiedene Marmeladen und da haben wir drin, welche Sorten? Einmal Erdbeerfruchtaufstrich, dann Aprikose-Himbeerfruchtaufstrich und schwarze Johannisbeerfruchtaufstrich. Okay, das sind jetzt 3 oder sind 4 Gläser, aber vielleicht ist eines davon doppelt. Ich kann ja gerne mal so ein Gläschen hier rausholen. Obwohl hier steht auch nochmal Erdbeere, Aprikose, Himbeere und schwarze Johannisbeere. Also sind das die 4 verschiedenen Sorten. Und jeweils 28 Gramm sind jeweils drin. Meine Lieblingssorte ist da jetzt leider nicht mit dabei. Das ist Mango pastiert, so ohne Stücke oder irgendwas. Und das ist einmal so eines dieser kleinen süßen Gläschen. Und das sieht sehr lecker aus. Ich glaube, das ist jetzt Aprikose. Ja, Glück aus Aprikosen. Und ich esse das auch zum Beispiel gerne so auf Ziegenfrischkäse oder so. Mag ich das auch gerne. Ja, stelle ich im Kühlschrank und dann werden mein Sohn und ich die auch gemeinsam vernaschen. Mein Mann mag kaum Süßes. Darum sind mein Sohn und ich immer die einzigen, die sowas verputzen. Jetzt haben wir hier noch etwas Gesichtspflege von der Marke Sebamed Anti-Aging Faltenfiller. Ein aufpolsternd mit Dreifach-Hyaluron-Komplex Gesichtspflegeprodukt ist das. Sebamed ist für mich so eine sehr solide Marke, so ein bisschen, ja, wenn man wirklich auch vielleicht darauf achten muss, dass man bestimmte Inhaltsstoffe in den Produkten nicht drin hat, wie Duftstoffe oder sowas, dann ist das eine Marke, zu der man gut greifen kann. Und von Sebamed, ja, habe ich noch nicht so viel ausprobiert, aber schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Ich glaube, diese Faltenfiller-Creme hatte ich noch nicht. Hier sind 50 Milliliter drin und wenn da Hyaluron noch mit drin ist, finde ich das sehr gut. Kann ich auch immer gut vertragen und gebrauchen, so zur Feuchtigkeit. Und sie tut dann eben auch von innen heraus die Feuchtigkeit, die Fältchen aufpolstern. Langkettige Hyaluronsäure ist da drin, mittelkettige Hyaluronsäure und kurzkettige Hyaluronsäure. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dann eben nicht nur kurzfristig Feuchtigkeit gespendet wird, sondern eben auch langfristig. Also ein sehr, sehr gutes Produkt. Gleich 3 verschiedene Masken haben sie uns für unsere Auszeit in die Box gepackt und das finde ich sehr stimmig zum ganzen Thema. Die sind von Shebens, da haben wir einmal die Aloe Vera Maske mit Soforteffekt, sie soll die Hautfeuchtigkeit erhöhen, finde ich schon mal sehr gut. Dann haben wir die alten Antifalten Maske mit Sofort-Lifting-Effekt, intensive Glättung und mehr Elastizität soll sie bringen. Und dann zu guten Letzt noch die Hyaluron-Maske mit Hydro-Boost, tiefenwirksame Hydration und neue Elastizität. Finde ich auch sehr gut. Und dann kann man einfach je nachdem, was die Haut gerade braucht, das für sich passende Produkt auswählen. Und das allerletzte Produkt, was jetzt hier noch in der Box ist, ist für mich auch so ein kleines Highlight, denn wir haben hier Ampullen von Barbour drin und das finde ich sehr schön. Barbour ist für mich eine Marke, die ich auch schon Ewigkeiten kenne, durch berufsbedingt auch schon Ewigkeiten kenne, viel Gutes drüber gehört habe und auch gute Erfahrungen bisher mitgemacht habe, insbesondere was die Ampullen betrifft. Und hier haben wir die Lifting and Firming Ampullen. Es ist also ein Anti-Aging-Konzentrat, was wir hier drin haben und da sind insgesamt 7 Stück drin. Und hier steht hinten noch drauf, dass wir 4-mal die 3D-Firming und 3-mal die Lift-Express-Ampullen drin haben. Ich bin ja auch so ein Typ, ich
nutze das dann nicht unbedingt in einer Woche durchgängig, sondern mal hier, mal da, vielleicht ein, zwei pro Woche oder so, je nachdem, auch was meine Haut gerade braucht und wie ich so drauf bin. Aber es macht durchaus Sinn, so eine Ampullenkur dann wirklich als Kur und am Stück innerhalb von einer Woche zu verwenden. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt schon alles ausgepackt. Ich zeige euch nochmal alle Produkte hier in der Box. Ich habe hier nämlich alles schön in den Deckel wieder zurückgepackt und sie war doch echt prall gefüllt, mit vielen großen Produkten auch, und meine Produkt-Highlights sind, glaube ich, einmal von Matt Maske, diese Reinigungsmaske, von Glück die Mini-Marmeladen, dann fand ich auch besonders toll die Ampullen natürlich, auch die Masken von Shebeens, die sich jetzt hier gerade ein bisschen verstecken, die Jelly Beans. Also ich habe viele Highlights jetzt hier diesmal dabei und ich werde euch dazu auch mal einen Gesamtwert einblenden. Mal schauen, wie hoch der sein wird, und dann dürft ihr mir gerne in den Kommentaren verraten, welches eure Produkt-Highlights sind, und dann tauschen wir uns da sehr gerne noch aus. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Adventszeit. Sie hat ja jetzt schon begonnen und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.